Oder nee, ich bin echt zu blöd hier, ey. Hab ich. Spieler-EP. Hallo, mein Freund. Baseball! So. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Tage, 7 Mal sterben. Zumindest unser Motto in dem Spiel. Aha. Oh, du spankst dir einen Hintern. Oh, jetzt hab ich was hattest du eben mit dem Was hattest du eben mit dem Knochen vor? Nix. So, wir sind ja letztes Mal nach links gegangen, Map ausgesehen. Jetzt gehen wir nach rechts und schauen mal, ob wir das blickste Krankenhaus finden. Das darf keiner wissen, dass wir hier sind. Ich krieg nicht mal Eisen. Oh, 14 Eisen. Wow, ich bin ja reich. Hab ich einen Levelpunkt? Oh ja, ein Punkt. Ich hab noch gar keinen. Hauptader wollte ich weitergehen, ne? So. Hm. Das haben wir erledigt. Ah, 4 Federn. Was kriege ich denn jetzt hier? Vorher waren es, glaube ich, 3. Schneller. Mehr. Mehr hier. Was bist du denn? Ich mach doch trotzdem nur so um die 8 Schaden. Das ist ja ein Witz. Da, weißt du, da bilde ich mich weiter. Besuche ein Seminar zum Rohstoff sammeln, ne? Und bin nicht besser geworden. Ich will jetzt links? Nee, über die Brücke. Ich wollte nur den Einkaufswagen schnell mitnehmen. Können wir da ein paar Sachen reinpacken, weißt du? Zum Schieben. Ich hab jetzt schon Hunger. Ey, du kriegst die Tür nicht zu. Ich auch. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Eier. Oder, ja nicht viel. Oder Potatoes oder so. Oder eine Suppe, so eine. Vielleicht finden wir ja unterwegs einen Abwurf von dem Flugzeug und da ist eine Essensration drin. Oh, mit den guten Speisen, so wie die letztens in dem Haus eingestürzt ist. Das waren gute Speisen. Ja. Lecker. Ja, Maiskolben alleine und sowas, das bringt halt nicht so viel, ne? Ja. Nebel, Nebel. Das wird ein weiter Fußmarsch, kann das sein? Ach, hier ist meine Aufgabe, die ich machen soll. Tschüss. Vielleicht finden wir ja unterwegs noch irgendein Tier. Oh, nicht unbedingt ein Bär. Hm. Weil für einen Bär haben wir einfach kein Equipment dabei. Ich raff nicht, wieso du so schnell gehst. Hast du es eilig? Bin ich in Ordnung? Ich geh normal. Skurril. Das ist Englisch und heißt auf Deutsch Eichhörnchen.
Da kommt ein Zombie. Du hast einen Stein liegen lassen, Jasmin. Jo, ich will. Oh, guck mal, der freut sich schon richtig, dass wir kommen. Ja. Hast du den Freudensprung gesehen? So, ja. Yeah, Freunde, ich bin nicht mehr allein. Wuhu. Ja, renn du mal vor. Ich komme ganz langsam hinterher, damit ich noch Ausdauer habe, wenn er da ist. Bitteschön. Du musst mal kurz auf mich aufpassen. Ja, mache ich. Ich muss weg. Keine Post. Aber unberührter Müll. Können wir selber herstellen, Nägel. Ja, mal Platz sparen hier. Ne, die brauche ich zum Reparieren. Ich halt Wache. Axtschwestern. Ja! Ich dachte mal, ich halte die so, also nach oben, aber man hält die ja nicht quer, ne? Das gibt nicht so viel Holz, ne? Aber ich bin auch ein bisschen enttäuscht jetzt von der Hauptader. Ich hab mehr erhofft. XP! Meine Punkte! Das ging jetzt unerwartet schnell. Ja, hier könnte man reingucken, aber... Oh, da oben könnte ich noch hingucken. Ob Jasmin gleich noch einen Moment Zeit hat, da oben nochmal reinzugucken und diese verschlossene Kiste kaputt zu schlagen. Irgendwo vielleicht noch eine Kartoffel übersehen. Oder ein Stück Mais. Dann Schnitzel. Ein leerer Müllhaufen. Ja, die alten Römer haben schon immer die Vögel abgeschreckt. Die Griechen. Die alten Griechen. Plastik. Das hier wird doch nicht. Das hier wird. Hier vielleicht was nachgewachsen? Unwahrscheinlich, ne? Ich glaube, wenn man es nicht ansieht oder aussieht, ansieht. Nicht die ansehe. Wachsebaum. Wenn man das nicht aussieht, wächst das, glaube ich, gar nicht erst. Und manche Sachen, die spawnen nicht nach, ne? Jojojojo. Wie lange brauchen wir, Jasmin? Das geht alles von unserer Zeit ab hier. Das kommt mir jetzt nicht sonderbar viel vor. Die kommt wieder. Wir standen die ganze Zeit hier und haben Wache gehalten. Da bist du ja wieder. Naja, macht doch schon wieder keinen Fun, ne? Wer hat damit gerechnet? Ich will noch einmal nach oben in die Scheune. Na, geh mal, ich bleib hier und guck hier draußen, ob es hier noch irgendwas gibt. Ja, dann treffen wir uns, wenn ich fertig bin, wieder draußen an der Straße, ja? Nö. Gut. Dann sind wir uns ja einig.
Geh einfach weiter. Bei mir ist irgendwo ein Zombie, aber ich weiß nicht, ob drin oder draußen. Ist jetzt nur Eisen? Benzin? Ja. Moin! Zwei. Hier ist ja richtig was los, Scheunväter! Gibt's auf dem Dorf auch. Au! Ist doch hier auf dem Dorf. Au! Oh nein, ich habe keine Ausdauer. Und ich finde die Tür nicht rückwärts. Wo bist du denn? Ach da. Bist doch schon draußen. Ja, aber ich hatte so leichte Orientierungsschwierigkeiten. Da kommt er ja nochmal. Wie er dich einfach ignoriert. So. Hier kriegen wir noch elektrische Steile. Wunderbar. So, ich wollte jetzt einmal hoch. Hier hin. Oh, eine Hundewitte. Kommt jetzt hier irgendwo gleich ein Hund? Nee, aber ein Zombie kloppt da irgendwo rum. Jo. Oh, hier ist auch wieder was. Was ist das denn? Berglöwen. Diese gefährlichen Raubkörper halten sich häufig wie Schneebedecken. Boah. Speck mit Eiern kannst du machen. Aha. Okay. Dann lerne ich das nochmal für die XP. Glaube ich. Habe ich das nicht letztes Mal gemacht? Warte, ich bring dir ein Buch mit, das du. Oh, ich hab Suppe! Kannst du lernen? Ich hab hier diese coole Suppe. Oh, da liegt da. Ich hab dich schon gesehen. Oh, was ist das denn? Ach, so ein scheiß Springer! Oh, schnell raus. Da kam noch einer. Ich muss erstmal raus, da. Ja, alles gut. Wegen Platz und so. Oh, der macht mich doch gleich kalt hier. Nee. Boah. Was schreit er denn so? Da war doch noch einer. Fast 100 Damage. Aber da ist doch noch alles drinne. Hä? 50 Damage. Wo höre ich den denn? Ich habe echt keinen Plan, wo der sich gerade durchboxt. Der ist irgendwo hier, eine Scheune. Ach da. Aus dem Keller kommt er, glaube ich. Das ist doch besser. Kommt er aus dem Keller? Nee, hier, mit der Spitzhacke, die Kiste kaputt zu schlagen. Ach da, hinten ist er. An sich nur um Sekunden handeln, Jasmin. Ich knacke gerade unauffällig und still, heimlich, leise hier eine Kiste. Aha. Regnet das auch noch. Wo bist du denn? Warte mal. 545. Da. Auch fast 100. Mit Rechtsklick. Aber ich habe Spielereien eigentlich keine Ausdauer, ey. Das ist das. Oh, und schon wieder essen. Wenn das so weitergeht, komme ich nicht weit. Wollten wir nicht eigentlich zum Krankenhaus gehen? Ja, kannst du die Kiste mit mir aufmachen? Da ist bestimmt was Gutes drin. Wo bist du denn? Scheune oben. Wie bist du da reingekommen? Da ist eine Tür hinten. Hä? Und dann?
Denn einmal hier die Leiter hoch. Denn über die Bohle rüber. Ach, das ist doch nix. Da die Leiter hoch. Und dann, okay, ja genau, und dann über dieses... Mich verarschen? Ey, schmier ich gleich einmal ab, ne? Komm ich nicht nochmal hoch. Das zählt ab jetzt. Nee. Es dauert sonst ewig, diese Truhe aufzukriegen. Ja, ich lauf doch, ja. Aber bis ich da oben bin, bist du schon fertig. Ernst hier. Ausdauer, ey. Ja, ich auch. Gut. Dankeschön. Möchtest du lernen Nadel und Faden Band 7? Oh, gib mal her. Okay, warte. Dann kannst du das hier einmal lernen. Das hier. Und das hier. So. Gedämpfte Verbindungsmod. So. Dann können wir auch weitergehen. Okay. Und weswegen bin ich jetzt schon wieder? Du bist dein ja Bein ist verstaucht. Wegen 29. Geil! Wegen 29 Schrotpatronen. Ja, und ich habe gleich nichts mehr zu essen. Und wir sind nicht weit gekommen. Ja. Ja. Aber wir finden doch bestimmt Essen unterwegs. Ja, bis dahin bin ich verhungert. Wie viel hast du denn noch? Ich habe nur noch jetzt ein paar Himbeeren. Blaubeeren. Ich habe noch 6 Mais. Ja, wir wollten ja auch eigentlich zum Krankenhaus. Ja, wir sind noch auf dem Weg. Mhm. Wir haben ja nur eine kleine Verschnauspause im Picknick gehalten, ne? Wo bist du denn? Ja, deswegen habe ich jetzt ein kaputtes Bein. Das ist doch gleich wieder vorbei. Und Hunger. Hunger, Hunger. Da hinten läuft eine Huhn. Ah, Huhn? Ja, rechts von dir. Rechts von mir. Ah, da hinten. Oh Gott. Hier ist ein Nest. 2 Federn. Ach, jetzt kannst du auf einmal laufen. Ach, komm, hör doch auf, ey. Hör doch auf. Ich bin hungrig. So, jetzt esse ich meinen letzten. Und dann war's das. So, ich habe jetzt nur ein paar Eiers. Schade, dass man die Zombies nicht essen kann, ne? Davon gibt's viel mehr hier. Bäh. Meinst du, die schmecken nicht mehr so gut? Glaube nicht. Weil das Verfallsdatum ist bei dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen. Die sehen auch nicht mehr so frisch aus. So. Doch. Ach, mach du mal genau. So. Leer. Mist. Lehm kann ich abbauen, da kann ich mal ein Loch buddeln oder so.
auch leer. Das nehme ich jetzt nicht unbedingt zwangsweise mit, Jasmin. Wo denn jetzt? Immer geradeaus oder was? Jo, einmal durch die Stadt durch, andere Seite weiter. Toll, ich bin schon voll kaputt und hungrig. Geil. Ah, ich gucke ein bisschen nach Essen für dich. Diese kleinen Fliegen. Warte. Karnickel. Ja und? Ich kann doch reden. Oh, ich hätte ihn fast in sein Rektum geschossen. Schon wieder. Dein Ernst? Willst du mich Äppeln? Ey, die Tiere mobben mich hier in dem Spiel. Das ist Mobbing. Das ist pures... Das ist so unfair. Komm. Hä, der ist untreffbar. 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 Blöder. Jetzt bleibt er mal stehen. Ich treffe ja nicht mal die Alte und die ist 8 Meter groß. Wo ist es? Wo ist es? Rechts. Wo? Ich sehe es nicht. Hä? Es ist in der Sonne. Da. Aber dann muss er das da hinten irgendwo abgeschmissen haben. Da hinten irgendwo. Ich hab's nicht gesehen. Darüber, nach da geflogen, wo wir jetzt hingehen. Oh. Aber abgeschmissen muss das hier hinten. Wieso hast du es gesehen, dass er abgeworfen ist? Nein, das schmeißt er immer hinten ab und fliegt dann weg. Hier qualmt ja auch nichts hier hinten. Ne, aber hinter uns auch nicht. Doch, da. Wenn ich durch den Bau... Ach nee, das ist... Das ist die Lampe von dem Funkding. Da kommt ein Zombie runter. Und ein Hase ist da. Ja, aber den kriege ich nicht. Der ist zu intelligent. Der läuft nicht so schnell. Ich habe ein kaputtes Bein. Ich auch. Kann ich das eigentlich tragen? Sag mal hier. Gleich sterbe ich, weil ich nichts zu essen habe. Dann kann ich den ganzen weiten Weg ohne Sachen laufen, ey. Kannst du den eigentlich einstecken und mitnehmen? Wofür ist denn das hier? Was denn? Wenn ich sterbe, mein Rucksack. Ja. Ausrüsten. Wo ist das? Was bist du denn? Ach so, das... Okay, und das soll stärker sein als mein Knüppel? Das glaube ich ja nicht. Oh, Lones Fest. Ja, mal gucken, ob wir hier richtig sind, ey. Also. Hier ist so ein Pfandladen. Gut, dann ist das aber echt noch eine Ecke weg. Jetzt sind wir fast da, wo die sich niedergelassen haben. Na, endlich! Ich hab doch noch meinen Penner-Eintopf hier. Du hast einen Penner-Eintopf? Ja, hab ich doch gesagt, habe ich gefunden in der Bude da. Achso, ich hätte für dich noch, wenn du möchtest, einen Schlagknüppel Stufe 3. Nee, ich komme mit diesen Schlagdingern nicht klar. Na okay, ich wollte es nur anbieten. Ich hab doch selber einmal gehabt. Da so ein halber Zombie. Wo bist du denn jetzt? Bist du weitergegangen? Hier bin ich. Da.
Ja, ich habe das Huhn eben noch kalt gemacht. Hä? Wo kommt denn jetzt hier so eine Terrorwarnung, ey? Wollte ich schon sagen. Hier wegen dem Pfandladen, da ist Action drin. Das ist noch ein gutes Stück von hier. Aber kommt dir die Gegend bekannt vor? Geht so. Ach, lauf doch weg, du blödes Huhn, ey. Ist das diese Siedlung hier? Das sieht aus, finde ich, wie die Siedlung, wo die sich niedergelassen haben. Ja, ja. Da ist noch die Schneewelt dahin und geradeaus weiter wäre das dann ungefähr, ne? Genau, die, das Krankenhaus war immer, also durch diese Siedlung und dann bin ich eine Weile geradeaus. Aber ich hatte ein Fahrrad zur Verfügung gekriegt, gestellt bekommen. Hör doch auf. Richtig eins auf den Nuss gekriegt, doch. Nee, von dem her war das denn leicht zu erreichen, ne? Ist auch eigentlich hier eine geilere Gegend, muss ich sagen, weil du hier mehr Geschäfte noch hast. Ja, aber du kannst ja jetzt nicht alles rüberbringen und alles neu machen, oder was? Könnt schon, aber hast du Bock drauf? Nee. Wo bist du jetzt? Ja. Ich vermob jetzt einen Zombie, eine Dame im Schlaf. Wakey, wakey! Wakey, wakey? Ja, ich habe die Frau aufgeweckt. Wakey, wakey, Ibims 1 Einbrecher. Aber wo müssen wir denn jetzt wegen Krankenhaus hin? Jetzt kommt da ja die Eiswelt schon. Ja, ich wollte hier nur einmal kurz nach der Küche gucken, wegen Nahrung. Dann können wir weitergehen. Gavibone. Oh, ich hab den kann ich gleich trinken. Ich habe eh gerade Durst. Was ist das für ein Buch? Bogenschießen für Ranger, nämlich. Ist das aufgeklappt oder zugeklappt? Keine Ahnung, ich habe es jetzt einfach genommen. Guck ich hier mal nicht rein. Ist egal. So, jetzt könnte man rein theoretisch noch einmal hier so einen kleinen Kühlschrank abziehen. Ich würde auch noch ein paar blaue Motoren gerne haben. Bekomme ich aber nicht. Aha. Ja, ich würde sagen, wegen Verpflegung würde ich hier einmal die Küchen alle durchgucken von den Häusern. So, das können wir noch zerlegen. Was sonst? Ich muss später ein bisschen aussortieren wahrscheinlich. Ich bin ein überladen schon. Hast du denn die Sachen zerlegt? Wie zerlegst? Wenn du Sachen anklickst, kannst du manchmal S drücken und dann zerlegst du die Bestandteile wie Messing, Eisen. Dann hast du kleinere Stacks. Also dann hast du viel weniger belegte Plätze. Damit. Nee, vielleicht nicht. Nee. Wo bist du jetzt schon wieder? Ach, da hinten irgendwo. Hier. Ja, trinken sieht auch mau aus bald bei mir, da. Ich hab 4 Wasser. Willst du 2 haben? Ich habe notfalls, können wir die Gläser auch, okay, ich hab 3 Wasser, aber beim nächsten Wasser können wir die ja voll machen und dann machen wir einmal so ein Lagerfeuer schnell. Hm. Geht ja auch fix mit der Abkochen eigentlich. Dann können wir uns vielleicht noch so einen provisorischen Unterschlupf machen. Lass die Frau in Ruhe. Die hat wegen mir ein kaputtes Bein. Weil ich die gefunden habe. Nee, nicht mehr.
Ach so. Ja, jetzt auch. Ja, dann, ja, dann kannst du die Frau jetzt fertig machen. Es sind jetzt faire Verhältnisse. Oh, rechts ist ja. Wasser und irgendein Tier. Oh. Ein Huhn, glaube ich. Na, das kriegen wir doch sowieso nicht. Nee, ist auch mega weit weg. Bis wir da sind, ist das wieder... Achso, ich mache hier schon mal meine leeren Gläser voll. 6. Da hinten ist ein Turm. So ein Funkturm, ne? Ja. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ja. Oh, du bist ja cool. Ich will das auch machen. Kann man ein bisschen was sehen. Schon wieder Durst. Habe ich Steine? Nee, aktuell nicht. An den Turm müssen wir dran vorbei. Boah. Ja. Und dann ist das noch ein Stück. Ja, toll. Also werde ich hier definitiv drauf gehen. Das liegt auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Aber wir können uns ja auch zwischendurch hier so ein kleines Lager machen. Ja, ich meine wegen Verhungern. Da muss ich ja komplett neu loslaufen. Ich kann uns zwei Steaks machen. Also wenn wir uns hier so ein kleines Zwischenlager machen, zwei Steaks und Eier kann ich machen. Und trinken. Komm ich hier angerannt wie ein Tier. Hast du was Hunger gekriegt? Ja. Und Hase ist ja auch noch. Den krieg ich auch. Okay. Nämlich Robin Hood. Ich nehme von den Armen und gib's den Reichen. Ja. Plastikmüll. Hier, Hase, Hase. Wo ist der hin? Den kriege ich nicht. So knapp daneben. Ja, jetzt haut er ab. Toll. Ach. Ich gehe mal auf Honigsuche. Vielleicht habe ich da mehr Glück. Gut. Ein Glas Honig. Willst du? Nö, nimm mal. Okay. Habe ich mir direkt gegeben. Kann ich hier noch was zerlegen, loswerden? Gleich lieben bleiben, Alter. Erstmal das, was jetzt nicht so wichtig ist. Brauche ich auch nicht. Knochen, was soll ich denn mit dem Knochen, ey? Fetter Rucksack, weißt du, und dann nur so ein blöder Knochen. Aber Honig macht irgendwie, ist kein Durstlöscher, ne? Nee, das ist zum Heilen. Ah gut, ich hab's getrunken. Haben wir doch gesagt. Ja, ich weiß, aber ich dachte Durst das auch. Das hat mich doch letztens wieder negativ migranter. Negativ beeinflusst. Negativ gemacht, nee, war doch denn nicht mehr infiziert. Missing. Oh, ein neues Buch. Ist noch zugeklappt. Ja, dann kannst du es lernen. Was ist denn das für eins? Ein Nadel und Faden Band 4. Ja, gönn dir. Gut. Ich bin am Überlegen, wenn ich Nägel finden sollte, könnte ich eine Kiste machen und aus die, und dann können wir da die Sachen reinschmeißen, die wir zwischenlagern wollen.
Wollen wir zum Turm gehen? Ja, ich gucke hier drinnen nur gerade, ob hier irgendwo eine Küche ist. Oben? Hier ist ein Baum im Haus. Bell. Ein Böhm. Habe ich Blei schon dabei? Nein. Ist jetzt auch nicht gerade meine Prio, Blei zu sammeln. Hatte ich noch mal? Oh, warte, hier kommt irgendwo Der einer. Baum ist aus dem Haus verschwunden. Ja, ich habe den kaputt gemacht. Wo ist denn jetzt auf der anderen Seite? Mal, der hat Stufe 5. Der ist nur Stufe 4. Der muss ich das gleich tauschen. Was? Hä? Ist jetzt meine Hut. Das müssen wir einmal dirigieren hier. Den brauche ich das nicht mehr. Und dann kommt der da rein. Möchtest du einen Bauplan Erste-Hilfe-Verband? Nö, nimmer. Für die XP. Mach mal. Komisch, dass du schon Level up bist und ich noch nicht, obwohl ich auch so viel mache. Weiß ich nicht, vielleicht habe ich mehr Bäume gefällt. Ne, ich bin ja auch die ganze Zeit. Möchtest du einen Kaffee? Wo bist du denn? Möchtest du Maisbrot kannst du ja auch machen, ne? Weiß ich nicht. Ich bringe dir das Buch einfach mal runter, denn. Die Küche besteht hier übrigens aus einer Kaffeemaschine, die auf einem, einer Platte steht. Latte. Karton. Farbe. Gelb. Brauchen wir nicht. Und Grillrost habe ich. Das ist gut. Dann können wir doch einmal hier kurz ein Feuer machen und Wasser und so abkochen. Ich wollte jetzt noch einmal gleich das zerlegen, manches, Ja. weil ich schon wieder überlastet bin, sie. Ja, ist ja kein Thema. Ich hole mir noch kurz das Huhn da hinten. Das sind zwei sogar. Ich habe beide. Sehr schön. Na, unsere Reise läuft besser als wir dachten, ne? Ja. Jetzt die Frage. Pflastersteine auch zerlegen? Kann man die zerlegen? Ja. Dann kriegt man daraus Stein. Ja, klar. Dann habe ich wieder ein bisschen mehr Platz gleich. Ich habe einen Kochtopf. Ey, wir sind gesegnet. So, ich mache uns Ja. jetzt ein Feuer und koche jetzt nochmal Wasser ab. Weg damit. Wie viele Steine habe ich? Ich Knochen brauche fünf, weg, ne? Ich habe brauche ich einen. nicht. Ich habe einen Rost. So, wo wollen wir jetzt hin? Warte, da ist noch ein Huhn. Bleib doch mal stehen, McNugget. Da drüben sind aber die Zombies. Hab das Huhn. Echt? Meinst du, das ist noch da? Ja. Nachher? Na, ich muss hier einmal rüber, um Stein zu holen. Ich lass das jetzt mal mit abbauen hier. Ich habe keine Kraft mehr. Alles gut. Oh nein. Okay. Au. Bitte nicht sterben. Ja. Gib mein Bestes. Schwimmst du gerade rüber? Ich bin schon Ah. drüben. Warte mal, ich gehe auch rüber. Au. Hab ihn. Wie ich mit dem Kopf eben so zurückgegangen bin.
Schlag mich nicht. So, das sollte reichen für ein Lagerfeuer. Das heißt, wir machen erst einmal ein Lagerfeuer. Lagerfeuer. Kreieren. Wir bräuchten doch kein Holz. Zieh mal einen an. Wo bist du? Unter Wasser. Drück Leertaste. Nee, ich muss das mal kurz machen. Ich habe so eine, wie heißt das? Du kannst ersticken unter Wasser, ne? Nein, ich muss einmal das machen, dann ist das, oh, wie heißt das, dieses Mute, nee. Ach, ich habe da so einen Punkt reingemacht. Alles gut. Hätte jetzt mal auch schon gemacht. Okay. Ich hab's einfach falsch verstanden. Auf jeden Fall kann ich lange unter Wasser bleiben. Brauchst du Hilfe? Nö. Ich streiche ihn nur, weil er so süß ist. So, jetzt Level up. Endlich. Lagerfeuer. Wo bist du denn? Am Lagerfeuer. Ach ja. Dann mach ich da einmal einen Kochtopf rein. Mach mal, weil mir ist kalt. Und... Dann mache ich zuerst mal 6 Wasser, ne? Ich habe hier auch noch trübes Wasser. Ein habe ich eben gefunden drinne. Ja, ich habe gleich auch noch mal 5. Hier sind voll viele Nester. Nester, wie auch immer das heißt. Wie lange haben wir eigentlich schon? Wir sind gerade mal bei 41 Minuten. Gerade mal. Willst du mir dein trübes Wasser noch erst geben, oder wollen wir... Nee. Jetzt bin ich gerade oben. Ja, komm gleich runter. Ich wollte nur einmal kurz gucken, hier wegen dem Turm. Dann mach ich das nochmal. Hier, Zack und Max. Dann haben wir 10 Wasser, die wir jetzt kochen. Ja. Dann knalle ich noch eben die Eier durch. Speck mit Eier, gekochtes Ei. Ah nee, das verschwendet wieder Wasser, ne? Dann machen wir doch Speck mit Eier. Denn, ey. Da ist der Turm. Jetzt verhungere ich gleich. Jetzt esse ich erstmal meine Suppe. Ich weiß halt nicht, wo du bist. Oben. Hier? Hallo. Ich sehe dich nicht. Auf dem Berg. Geh mal bei dem Stein weg, Tanne weg. Wo auch immer du bist. Ich sehe dich trotzdem nicht. Hä, hier? Hallo? Ja, ich sehe dich nicht. Naja, ist ja egal. Ich mache jetzt hier Essen fertig und trinken, ne? Hier. Warte. Ach, hier, ich sehe dich. Ja, jetzt sehe ich dich auch. Du warst in der Senke drinne. Ja, du warst auch eben weg. Ich habe nur das Feuer gesehen. So, ich habe jetzt 11 Wasser fertig. Wie viele brauchst du? Also ich habe hier noch 10 Gläser, warte mal. Hä? So. Hier, ich geb dir die mal. Hast du das hier schon? Warte mal, nimm mal das. Trübes Wasser. Da ist noch ein. Oh. Gesundheit. Ah, oh, danke. Hat es wehgetan, ne? Ja. Oh. Warte. Jetzt machen wir hier richtig Verpflegung. Ah. Oh, das hat voll im Unterleib gezogen. Aber ist schon aufgeklappt bei mir. Ich kenne das, bei mir hat sich mal die Gebärmutter richtig zusammengezogen beim Niesen. Ach, halt's Maul. Oh, Entschuldigung, halten Sie bitte den Mund. Ich habe das aber schon, das ist schon aufgeschlagen bei mir. Könnten Sie bitte Ihre zuckersüße Schnute aus? Hallo. Was? Ja, dann lernst doch für die XP. So. Das tat echt weh im Unterleib. Kannst du in den Grill dein... Ah. Kannst du nicht, weil der Grill gerade kocht. Mein Rost? Genau. Ja, ich gebe dir das hier. Ja, danke. Warte, ich breche den einfach ab. Bitte. Dann kann nämlich das Grillrost nur da rein. Anschließend...
das gekochte Wasser und gegrilltes Fleisch. Brauch den Eimer mit. Als du ein Loch buddeln willst, kann man das da reinkippen. Jasmin? Ja. Danke. Schön. Möchtest du einen Kaffee? Oh ja, gerne. Lass dir schmecken. Ja, danke. So, dann machen wir nämlich jetzt noch insgesamt 9 gekochtes Wasser kommt da jetzt noch raus und dann haben wir noch 5, ich glaube 5 oder 10 gegrillte Fleisch. Was? Wir kochen hier. Bitte Bleib nicht liegen. Den Koch in der Küche stören. So, das waren wie viel? Ja, 10. 10 gegrillte Fleisch. Machen wir denn noch? Und dann gehen wir zum Turm, oder was? Ja, die Knochen schmeiße ich auch mal raus, weil die kriegen wir ja immer wieder. Den Dreierknüppel wolltest du nicht haben. Hast du das gehört? Was denn? Das Bumm. Nö. Nee, mein Glas ist da gerade gegen das Mikro geknallt. Ach Mensch, ich habe doch Mandarinen gekauft. Ich mag den Geruch von Mandarinen, aber ich finde die ekelhaft. Ich liebe die. Hey, kann das sein, dass hier oben noch Papier hinter ist, hinter dieser einen Folie? Bitteschön? Ja, ich hol mir gerade meine Mandarin, ey. Okay. 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 Bitteschön? Richtig gezeckt, ey. Bitteschön. Ja, ich komm doch schon. Jetzt ist es weg. Ah, oh, despawned. Bitteschön. Danke. Kann ich eigentlich meine Handschuhe hier reparieren? So, was habe ich denn von dir gekriegt überhaupt? Neun Wasser. What? Neun Wasser. Schön. Neun Vaser. Das ist gut. Dann habe ich jetzt erstmal. Dann könnte ich eigentlich daraus, wenn ich jetzt noch ein bisschen Stein hätte. Dann könnte ich noch ein paar Pfeile machen, dann spare ich mir den Platz von den Federn. Ja, manches habe ich auch schon so wie... Na gut, 18 Knochen habe ich jetzt. Könnte ich eigentlich auch wegschmeißen, wenn ich noch voll werde. Aber ich glaube, Federn brauchen wir auch wirklich nur für Pfeile, ne? Also wir haben bis jetzt... Ja, aber jetzt... die nehme ich für die... Ja, aber die nehme ich immer mit. Das ist besser. Ja, bis jetzt haben wir aber noch nichts, wo wir die sonst verwerten, oder? Ich glaube nicht. So. Dann mache ich jetzt einmal ein Pfeil. Und statt einem... Pfeil mache ich 156 Pfeil. So, bin noch so dann bin ich nämlich auch einen Großteil Federn los. Dann habe ich nur noch 11. Kann man aber nicht zerlegen. Das könnte ich auch machen. Könnt auch noch ein Ei kochen. Ja, guck mal. Die schmecken aber gut, die Mandarinen. Aber dann haben wir das weg, das weg, das weg. Ja, dann haben wir hier... Trinken, Essen, Reparatur. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen umsortieren. Motoren. Ein bisschen den Überblick behalten. Überblick. So, dann haben wir hier nämlich Munition. Dann können wir den da drunter schmeißen. Ich bin so gespannt, wie morgen das beim Zahnarzt wird, ey. Mais da, Mais hier. Dann ist das nämlich meine Ecke hier, wo ich Rahmenwürfel. Ich nehme die erstmal mit, wenn der Platz knapp werden sollte. Dann schmeiße ich die weg. Weil ich habe meine schon zerlegt. Können wir ja auch zerlegen, ja. In Holz. Das ist sehr clever, Jasmin. Ich weiß. Hab ich eigentlich, bin ich hübsch am Kopf? Ich habe eine Stufe 6 Helm. Mhm. Gesicht. Wollen wir jetzt einmal zu dem Turm? Ja, ich wollte nur noch warten, dass hier das Essen komplett durch ist. Mhm. Möchtest du 5 Steaks haben? Mhm. Wenn du genug Essen hast. Ich habe jetzt 3 Mais und 5 Steaks. Und ein Ei.
Kann man eigentlich Mandarinkerne einpflanzen? Ich weiß nicht. Möglicherweise. Mach ich morgen mal. Fertig? So, aber ich würde sagen, wir gehen nächste Folge zum Turm. Okay. Und wir kämpfen uns jetzt langsam weiter Richtung Krankenhaus. Ja, ich meine, wir sind wahrscheinlich, also wir werden hinkommen, aber wir sind wahrscheinlich absolut voll, wenn wir da sind. Aber ist ja egal. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Schaltet wieder ein. Wir würden uns freuen. Bis dahin, mach's gut. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.